Hey, da sind wir wieder. Weiter geht's. Was ist los? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich wusste nicht, dass es hier so schlecht... Nein, 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 nicht nach oben mit dem... Nein, 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 nicht auf dem Dach. Nein! Oh Gott, sie kann nicht. Not again. Nicht jetzt. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Ach, du Scheiße. Jetzt schnell Nathan eine reinhauen und hochrennen. Die Zeit steht. Keep going, Max. You okay. Can do it. Die Regentropfen. Die Vögel. Stehen in der Luft. Alter, wie sie alle nur glotzen. David sorgt sich. David versucht was zu tun. Das ist ja auch sein Job, ne? Aber das rechne ich ihm hoch an. Weiter geht's. Kate, nicht doch. Yes. Alter, alles steht still. Kate, bitte. Schnapp sie dir einfach. Zieh sie einfach. Kate, du musst sie jetzt ansprechen. Du musst jetzt mit ihr reden. Du kannst. Oh nein! Wir können nicht rewind. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Bitte was? Do I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Doch. Du bist wichtig. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Yeah. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Du bist meine Freundin. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Was hast du gesagt? Kate, Entschuldigung. Please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Ah, ich. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Ja, Nathan steckt mit drin. Wir wurden Drogen verpasst. Ich weiß nicht. Klingt beides doof. Schuld auf andere schieben. Of course. Like I said this morning, I think Nathan is involved. I just need time to prove it. And I have a way with time. Sounds so persuasive, Max. If only. Kate, I believe you. Will you believe me? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. Morty on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Alle werden es vergessen. No
Nobody cares, Kate. There'll be another viral Victoria video in a day, and everybody will forget. You can't scrub my video from the internet, and that's how I'll be remembered. Chump. Kate, you can't do this to all the people who care about you. No, nobody cares about me. Nobody. Dein Vater. Ihr Vater. Die Mutter war doof. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. See? You're not alone. And nobody down there wants to see you up here. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Selbstmord ist eine Sünde, wird ihr jetzt nicht helfen. Sprüche 21,5 hat sie durchgestrichen. Matthäus war's. Matthew. Matthäus 11,28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11,28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Yes. Like I said, I care about you. I know this passage means a lot to you. Nimm die Hand, nimm die Hand, bitte spring nicht. Oh mein Gott, bitte spring nicht. Wenn sie sich jetzt fallen lässt. Gott sei Dank. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Oh Gott. Leute, mein Herz. Ich gehe kaputt. Das hätte ich mir nie verziehen, wäre die gestorben. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. Seit wann das denn? I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Er hat es doch mitbekommen. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Aber einige. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please. Tell us everything. Ja, toll, die sind alle drei im Raum. Fickt euch! Wenn ich Nathan jetzt wieder angehe, das glaubt mir keiner. Wir sagen die Wahrheit, sie weinte wegen Jefferson. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up.
Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Was wolltest du? Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Wir gucken mal, aber ich dachte, wir können sie nicht mehr einsetzen, jetzt erstmal. Aber wir gehen mal zurück und gucken mal, was passiert, wenn wir mit dem Rest so... David hat sie gemobbt, werde ich nicht sagen. Die Auswahl ist nur zwischen Jefferson und Nathan. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Warum nur? Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Yeah, yeah, geile Sache, Dad. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Es ist so verlockend. Es ist so verlockend. Eigentlich übelst geil. Er suspendiert. Nathan, die alte Nazi-Sau. Decksau. Aber wir können den Verdacht noch nicht in Richtung Jefferson lenken, irgendwie. Also, was er gemacht hat, das ging auch gar nicht. Aber mit dem, wie wir es dann sagen, der redet sich halt so eloquent raus. Das ist. Der hat's mit Worten. Das ist schlimm. Also, selbst wenn wir jetzt. Aber dann könnte er Disziplinarausschuss. Wir wissen nicht, was er ist und was er macht und was er tut. Und ob ich überhaupt mit meinen Vermutungen. Am Ende ist es David. oder hier er. Wir hatten die Wahl zwischen den dreien, also wird damit auch was zu tun haben. Ah, es ist so schwierig! Dich schnappe ich mir später, Junge. Dich schnappe ich mir noch. Ja? Dich nehme ich mir vor. So richtig zur Brust nehme ich dich, mir, bla. Aber ich weiß nicht, was bringt es uns, dass er nicht mit nach New York darf oder Seattle oder was war das, was auch immer das war, New York war. Nicht, dass ich wüsste. Also, Nathan, obwohl, wenn er in der Schule weiter ist und nicht suspendiert ist, hat er zu tun, im Gegensatz zu, wenn er suspendiert ist. Aber wenn er suspendiert ist, ist er suspendiert. Und das ist sehr viel Genugtuung. Aber das ist so viel Genugtuung. Mann, ist das viel Genugtuung. Er guckt so selbstgefällig, das gefällt mir gar nicht.
Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Ja, ich hatte die Macht, es zum Besseren zu wenden. Hatte da eine Reihe Kratzer am Gesicht gehabt? Ist das noch von Chloe oder vielleicht von Warren? Wer weiß es so genau? Oh je, diese Schule, die macht mich fertig. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Alter. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Und die Sonne färbte sich wie ein eherner Sack. Das ist wahrhaftig die Apokalypse, Leute. I believe you, Warren. I believe anything this week. Der Arme. Der tut er mir sogar leid. Ein teurer Wagen und die diskutieren. Worüber? Ach, er fährt einfach weg. Diese Haltung hätte ich gerne gehört. Denk mal drüber nach. Besserung, als wäre sie krank. Ihr habt sie krank gemacht. Was ist das für ein Aktenschrank? Kate.
Können wir nochmal zurückspulen? Ich würde das Bild nochmal gerne sehen. Was war das gerade zum Schluss? Wir sehen am Ende jeder Folge mehr von diesem Raum mit diesen roten Ordnern. Rachel, da waren noch mehr Namen. Da waren weitaus mehr Namen vorher. Da wären noch mehr rote Ordner. Und Kate war ein weiterer roter Ordner. Ist das Nathans kleines Privatzimmer? Oder doch David Madsen, der hat ja Bilder gemacht von, aber so eine hübschen Schwarz-Weiß-Bilder, glaube ich nicht, dass er. Wenn David Bilder macht, dann glaube ich, dass da unten links irgendwo oder oben rechts noch das Datum und die Uhrzeit steht. Das würde ich glauben bei dem Typen. Und nicht so ein hübsches Schwarz-Weiß-Bild. Vielleicht auch Jefferson. Das würde eher zu ihm passen. Das, so wie das Bild aussah. Was, Nathan? Ist das so ein Typ, der... Oh, nein. Okay, der ist total durchgedreht. Dem würde ich alles zutrauen. David Madsen glaube ich nicht. Der Typ, wie er gerade mit seiner Frau Joyce dort Arm in Arm... Nee, der war total... kam nicht darüber hinweg. Der hätte auch eher eine Bierdose gestanden als ein Glas Whisky oder was das war. Bin mir noch nicht sicher, aber es deutet so meiner Meinung nach, also so rein spieldesigntechnisch und storytechnisch, wenn ich es schreiben würde oder geschrieben hätte, würde ich es vielleicht so in diese Richtung lenken, wie gesagt. Es könnte auch Nathan sein. Es könnte auch Nathans Vater sein und wir müssen da indirekt irgendwie ran. Na, das glaube ich nicht. Vielleicht arbeitet er mit dem Nathan. Oh, Nathan und sein Vater. Das wäre natürlich. Alter, das wäre hart. Na, Mr. Jefferson. Den alle lieben. Das wäre natürlich so eine richtig hart fiese Schiene. Mr. Jefferson. Der Lehrer, den man so mag, der so sympathisch ist auf die eine Art und Weise. Und dann merkt man jetzt so langsam, da stimmt irgendwas nicht. Sieht es vielleicht gar nicht oder will es übersehen, weil man ja sich schon am Anfang so eine feste Meinung von ihm gebildet hat. Und man hat halt seine üblichen Verdächtigen. Man hat Nathan da, man hat David Madsen da, die beiden Unsympathen. Und dann steht er dort. Das ist jetzt zum Schluss die drei, die so... Victoria, aber nee. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist echt, echt krass. Muss ich jetzt mal so sagen, tolles Spiel. Ich muss viel darüber nachdenken. Und wenn man so die ganzen kleinen Hinweise, kleinen Tipps, kleinen Hooks mitnimmt und sich überall Gedanken macht und was wie, was wo bedeuten könnte und diese Unterhaltung zwischen Kate und Jefferson geht mir nicht aus dem Kopf. Wie er sie da runter macht. Er sieht doch da... Er sieht doch, wie schlecht es ihr geht. Jeder weiß, er ist doch ein so empathischer Mann. Er hätte wissen müssen. Er hätte wissen müssen, wie es ihr geht. Er hätte nicht nur, er wusste genau, wie es ihr geht. Er weiß genau, wie es ihr geht. Natürlich. Und dann kommt er hin. Sie soll keinen Scheiß erzählen. Sie soll nicht hier einen auf Drama Queen machen. Sie will nur Aufmerksamkeit. Er sagt genau die Dinge, die sie dazu bringen würden, vom Dach zu springen. Er sagt ihr ins Gesicht, sie soll nicht hier einen auf Märtyrer machen. Sie soll nicht einen auf Märtyrer machen. Und kurz darauf geht sie aufs Dach und möchte sich vom Dach werfen. Er hat sie absichtlich in diesem psychisch labilen Moment, wo sie, also einem Lehrer, den sie vertraut, hingeht, um Hilfe bittet, so rund gemacht, dass sie vom Dach springen wollte.
Und das war sein fucking Plan. Fuck! Ich hätte doch ihn anschwärzen sollen! Natürlich! Und er... Was ist los? Er vergewaltigt Leute, Mädchen, weil, keine Ahnung, er darauf steht und junge Schülerinnen fotografiert sie vielleicht dabei, deswegen die Ordner oder sowas. Und sie ist halt nicht tot. Warum ist sie nicht tot? Das weiß ich. Warum ist sie nicht verschwunden? Die andere ist verschwunden. Der Rest weiß ich nicht, was mit denen ist. Aber Rachel ist weg. Warum lebt Kate noch? Was ist mit ihr anders als mit Rachel? Warum lebt sie noch? Wir wissen nicht, was mit Rachel passiert ist. Und wir wissen, dass mit Kate und Nathan... Irgendwie steckt Nathan noch mitten in der Sache drin. Vielleicht ist Nathan so eine Art Zulieferer? Keine Ahnung. The Apprentice of the Rapist? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es sind noch so viele offene Stränge. Aber das wäre jetzt so... Weiß nicht, das sind so die Infos, die man hat, ne? Das ist so, das klingt total verrückt und alles. Aber es ist halt diese Sache, wer soll es sonst sein? Was soll sonst passieren? Und das sind so die Sachen... Ich glaube, Jefferson ist ein echt empathischer Typ. Der sollte das alles mitbekommen haben. Warum tut er das nicht? So, gerade schwarz jetzt dieses helle Licht. Meine Güte. Okay, ich bin gerade ein bisschen fertig. Ein Drittel hat gesagt, sie soll nicht zur Polizei gehen, sie soll warten, bis über WTF, Leute, alter Leute, sofort. Was ist denn das für ein Gedankengang, der dahinter steht? Ob man ihr glaubt oder nicht, oder was? Das ist gebrochen, das Mädchen. Sie hatten ein Video, wo gezeigt wird, dass sie das nicht ist. Dass sie ganz anders ist. Man hätte die Leute befragt. Die Polizei hat doch ganz andere Möglichkeiten. Kann doch die Leute befragen. Das Ganze muss doch untersucht werden. Leute. Ein Drittel nur. Ich bin schockiert. Da müsste 99% stehen. Und der 1%, weil es mal jemand ausprobieren wollte. Nee, Alter. Das schockiert mich ja jetzt richtig hart. Ja, 81% wieder Kates Anruf angenommen. Dann wird man wieder die Freundin sein. 20% nicht. Ja, da hält sich's die Waage. Ich habe das mit dem Erschießen nur gemacht, damit wir die Pistole behalten und er nicht eine Waffe kriegt. Das fehlt uns ja gerade noch. Dass die Waffe vom Vater weg ist. Also vom Stiefvater. Oh je. Yeah. Ein Drittel konnte das Leben von Kate nicht retten. Ein Drittel hat es nicht geschafft, sie zu überreden. Ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe. Echt froh. Das letzte ist nicht überraschend. 74% wundert mich nicht. Ist so mir klar gewesen. Also das, was denn sonst? Ganz ehrlich, was denn sonst? Aber das überrascht mich. Das überrascht mich sehr. Aber wenn ich so darüber nachdenke und das mit meinen Theorien abgleiche und alles, niemand würde Jefferson verraten. Warum? Es gibt keinen, also, ne? Es sei denn, man denkt halt wie ich und nimmt das dann so ernst hin. Ich dachte, dass David mehr kriegt, weil David... Und alles so ein bisschen in seine Richtung deutet und das ein bisschen obvious ist. Also alles nicht, also ein paar Sachen. Er ist halt dieser creepy Observation Guy. Und dass Mr. Jefferson mehr Prozente hat, klingt für mich wie zweiter Durchlauf. Und
Leute wissen, was los ist, vielleicht? Ich weiß es nicht. Weil 14%, 12%, das ist nee, something fishy hier. Ich weiß es nicht. Das würde mich nicht wundern. Aber dann wäre es auch, ja, dann wäre es höher, oder? Obwohl, weil ansonsten hätte ich mir hier 1 oder 2% gedacht. Und da sind ja 12% mehr schon ein ganz schönes Stückel. Weil wer würde nicht Maven beschuldigen? Ja, das ist so interessant, das so ein bisschen abzugleichen. Und daraus noch Informationen ziehen, ja? Finde ich interessant. Finde ich interessant. Aber wir konnten unsere Kraft zum Guten einsetzen und haben ein Leben gerettet. Das allein dafür ist die Kraft schon mal was wert. Allein für diese eine Tat. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mal in die Kommentare, spoilert mich nicht. Ich habe das noch nicht gespielt, spoilert mich nicht. Auch wenn ihr wisst, was es ist und ich hier gerade total den Bullshit oder total das Richtige erzähle, wenn ihr es noch nicht wisst, eure Vermutungen gerne in die Kommentare und was ihr zu meinen Vermutungen sagt, aber bitte, bitte, bitte nicht spoilern. Bitte, 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 bitte. Ich möchte selber dann ja auch zu einem Frohlocken, wenn ich recht habe und es abstreiten, wenn ich Unrecht habe. Von daher, Facebook und Twitter vorbeischauen. Bei anderen Projekten von unseren Leuten oder von mir vorbeischauen. Auch mal auf den empfohlenen Kanälen vorbeischauen. Beim Master of Suicide läuft noch was. Beim Haferlix läuft sicherlich noch was. Beim Prof from Asylum of Gaming läuft gerade nichts mehr und wahrscheinlich auch in die nächste Zeit nichts mehr, keine Ahnung. Da müsst ihr mal reichlich bei ihm drunter kommentieren, was da denn los ist. Bei den Schleckis könnt ihr auch mal vorbeischauen, aber die haben wir jetzt nicht verlinkt. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Es geht nicht aus. Warum geht es denn nicht aus? Hallo? Hallo? Hallo?